Moin, hallo und herzlich willkommen zu Elder Scrolls Online. Dem, wer hätte es gedacht, Online-Rollenspiel in der Elder Scrolls-Welt. Das zeitlich vor den Geschehnissen von Skyrim angesiedelt ist. Aber wer interessiert sich schon für Geschichte? Tatsächlich ist Geschichte ein wichtiger Faktor des Spiels. Die Entwickler bleiben dabei, soweit ich das beurteilen kann, dem Skyrim-Stil treu. Die Charaktere hätte man in dieser Form durchaus auch im Singleplayer treffen können. Sowohl in optischer Hinsicht, als auch wie sie sich im Gespräch geben. Die Welt ist hintergründig düster gehalten, alle Dialoge sind komplett vertont und sowohl Text als auch Sprachausgabe sind auf Deutsch verfügbar. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Server deutschsprachig wären. Elder Scrolls Online nutzt eine Mega-Server-Technologie. Ihr werdet wahrscheinlich auf dem EU-Server spielen und auch wenn das jetzt wenig wahrscheinlich klingen mag, in Europa spricht nicht jeder Mensch Deutsch. Gerade bei zufälligen Gruppen oder im Massen-PvP ist die allgemeine Umgangssprache Englisch. Hier kann man sich allerdings selbst ein wenig aushelfen, indem man sich einer der zahlreichen deutschsprachigen Gilden anschließt. Das Anschließen an eine Gilde macht sowieso grundsätzlich Sinn, denn dort findet ihr das Auktionshaus-System bzw. ein System, das dem Auktionshaus am nächsten kommt. Ein öffentliches Angebot, wo ihr Gegenstände allen anderen Spielern eurer Fraktion zum Kauf anbieten könntet, habe ich bisher nicht gefunden. Wie auch immer, wer gerne mal mit irgendwelchen Zufallsbekanntschaften in Dungeons geht, der sollte sich darauf einstellen, auf Englisch zu kommunizieren. Das kann gerade bei einem deutschen Client sogar zu Verständigungsproblemen führen. Die einzelnen Gebiete sind nämlich übersetzt, meistens allerdings so, dass man sich den Namen der jeweils anderen Sprache irgendwo herleiten kann. Dolchsturz ist beispielsweise Daggerfall. Als Spieler könnt ihr aber grundsätzlich auch vieles alleine erleben, wenn ihr beispielsweise einfach die Quests durchspielt. Hier zeigt Elder Scrolls Online ein paar interessante Eigenarten, die man zwar von anderen Online-Rollenspielen schon irgendwo kennt, die hier aber durchaus besonders auffallen. Die Quests wirken wie aus einem Singleplayer-Spiel. Zum einen, weil ihr theoretisch der eine, der besondere Held seid, in einer praktischen Welt voller besonderer Helden. Denn ihr seid der Entseelte und damit eigentlich einzigartig. Das Problem ist nur, alle anderen Spieler sind das auch. Außerdem legt Elder Scrolls Online großen Wert auf Dialoge und Geschichten. Ein großer Teil der NPCs hat irgendwas zu erzählen, häufig sogar über den klassischen Aufgabentext hinaus. Ihr könnt euch geradezu in der Geschichte zu einer Aufgabe verlieren, wenn ihr wollt. Wenn ihr allerdings in einer Gruppe unterwegs seid, dann haben vielleicht nicht alle Gruppenmitglieder tatsächlich die Lust und vielleicht auch die Zeit, das Spiel mit Geschichtenlesen zu verbringen. Ich zum Beispiel. Lesen ist scheiße. Und auch das Zuhören dauert viel zu lange. Aber zum Glück gibt es ja Hinweise auf der Karte, wo man als nächstes hin muss. Trotzdem kann es sich lohnen, die Dialoge zu lesen. Einerseits, weil sie richtig gut geschrieben sind, also zum Teil, zum großen Teil, und zum anderen, weil man da durchaus auch Informationen bekommen kann zu der Aufgabe, in der man sich gerade befindet. Trotzdem habe ich da keine Lust drauf. Und wenn du mit mir zusammenspielen würdest, würde ich nicht darauf warten, bis du irgendwann mit deinem Gelese fertig bist. Das heißt, du klickst die Gespräche immer nur weiter, oder was? Ja, bis irgendwann ein Hinweis auf der Karte erscheint. Und wenn du wählen musst? Wählen? Ah, du meinst, wenn die Texte rot werden? Genau, das ist eine Besonderheit. Dialogoption. Je nachdem, wie man sich da entscheidet, nimmt die Geschichte einen grundsätzlich anderen Verlauf. Teilweise habe ich mich dabei erwischt, wie ich tatsächlich über die Folgen meines Tuns nachgedacht habe. Das ist ziemlich cool gemacht, weil ich dadurch wirklich den Eindruck bekommen habe, dass das, was ich da tue, einen echten Einfluss auf das Spielgeschehen hat. Ja, nein, das ist bekloppt. Da habe ich dann immer einfach das Oberste genommen. Du hast was? Ja, das klappt schon. Irgendwann erscheinen dann wieder die Pfeile auf der Karte und es geht weiter. Was aber ganz cool ist, ist, dass die Spielwelt sich sogar verändern kann. Ja, das tut sie. Teilweise sogar recht abrupt. Das System funktioniert ähnlich wie das World Phasing in World of Warcraft. Aber grundsätzlich ist das schon eine gute Sache. Es hilft dabei, die Atmosphäre zu erzeugen, dass man tatsächlich irgendwo mit dem, was man tut, Einfluss hat. Das Kampfsystem funktioniert dabei wie in einem Action-Titel mit Fadenkreuz. Ihr könnt gegnerischen Angriffen dadurch ausweichen, dass ihr weglauft oder einfach wegrollt. Und ihr müsst Gegner ins Fadenkreuz bekommen, um sie treffen zu können. Gerade beim Fernkampf verzeiht das System aber Fehler. Ihr müsst nicht exakt auf den Gegner zielen, sondern eher so grob in seine Richtung. Bis eine rote Umrandung um ihn herum erscheint. Dann trefft er ihn auch. Dungeons! Dungeons? Ja, die gibt es.
Hierfür muss man allerdings mindestens Level 12 sein. Also theoretisch. Die ersten Dungeons sind für Level 12 und aufwärts ausgelegt. Man kann aber schon vorher rein. Warum auch immer. Aber das solltet ihr nur machen, wenn ihr eure Gruppe trollen wollt. 11 ist dabei allerdings tatsächlich Minimum. Ich war in allen Start-Dungeons als Heiler dabei, weil man in dem Fall einen guten Eindruck von den verschiedenen Klassen bekommt, weil man sich ständig im Auge behalten muss. Die Dungeons starten, wie gesagt, erst recht spät und sind schon eine kleine Herausforderung, die natürlich dadurch gesteigert werden kann, wenn man mit zu niedrigem Level dort hineinläuft. Gerade bei Bossen muss man schon mitdenken. Hier geht es nicht darum, einfach nur irgendwie so lange Schaden zu verursachen, bis der dann irgendwann umkippt. Stattdessen muss man immer wieder irgendwelchen Attacken ausweichen und auf die eigene Ausdauer und das Mana achten, um es dann sinnvoll einsetzen zu können. So verbraucht beispielsweise das Wegrollen Ausdauer und sowas sollte man immer irgendwo im Kopf behalten. Insgesamt sind die Bosse aber durchaus fair gestaltet. Wenn man weiß, wie man sich verhalten muss, dann sind sie auch nicht grandios schwer, aber man muss sie eben erst lernen. Das ist schon interessant, vor allem, weil es die ersten Bosse sind. Die Einsteigerbosse in den Einsteiger-Dungeons und trotzdem kein Fallobst, sondern eigentlich echte Gegner. Das gilt aber insgesamt. Elder Scrolls Online ist kein unbedingt leichtes Spiel. Man muss selbst beim Questen aufpassen, dass man nicht ständig getötet wird. Gegner auf eurer Stufe oder über eurer Stufe sind tatsächlich Gegner und keine Opfer, also in den meisten Fällen. Es sei denn natürlich, mehrere andere Spieler laufen da ebenfalls um euch herum. Hierbei müsst ihr nicht mal mit den anderen in einer Gruppe zusammen sein, um mit ihnen zusammen spielen zu können. Jeder, der einen Mob, also eine gegnerische Kreatur, schlägt, der bekommt einen Anteil. Das gilt für Aufgaben, die man erledigen muss, aber auch für Loot. Also die Beute, die man aus einem Mob herausholt. Habt ihr das kapiert? Wenn ihr einen Mob schlagt, dann bekommt ihr auch einen Drop. Dabei ist es egal, ob ihr mit den anderen in einer Gruppe seid oder nicht. Selbst wenn ihr in einer Gruppe seid, bekommt ihr eigenen Loot generiert. So etwas wie Würfeln und Gegenstände gibt es hier nicht. Jeder bekommt irgendetwas Eigenes. Das gilt allerdings nicht bei Truhen. Hier sollten sich Gruppen absprechen, damit nicht ein Spieler alleine alle Truhen öffnet. Außer ich bin in der Gruppe. Truhen gehören alle mir. Ja. Ähnlich wie mit Truhen verhält es sich mit Kräutern, Hölzern und Erzen. Die kann auch jeder abbauen und wenn sich jemand vor euch findet, dann sind sie weg. Bis sie respawnen, also neu generiert werden. Aus den Rohstoffen könnt ihr dann neue Ausrüstung, Waffen, Tränke und so Zeugs herstellen. Und Rüstung und Waffen könnt ihr verwerten und daraus dann wieder Rohstoffe bekommen. Toll, oder? Außerdem könnt ihr eure Items verzaubern, sie aufwerten, irgendwelche Siegeldinger reinpflastern und was weiß ich, was sonst noch alles. Das Crafting-System von Elder Scrolls Online ist jedenfalls sehr umfangreich, geradezu komplex. Zunächst arbeitet ihr lange Zeit mit einer Art von Rohstoff, der Schmied beispielsweise mit Eisen. Und je mehr von diesem Rohstoff ihr in ein Objekt investiert, desto besser wird es auch. Und desto höher ist die Levelanforderung, die man braucht, um das Item dann auch nutzen zu können. Später kommen dann noch andere Rohstoffarten hinzu, aber so weit bin ich noch nicht. Jedes hergestellte Kleidungsstück und jede Waffe hat dabei einen ganz bestimmten Stil. Als Ork baut ihr Ork-Waffen, als Khajiit baut ihr Khajiit-Waffen und so weiter. Allerdings könnt ihr die Stile der anderen Völker auch lernen. Dafür braucht ihr Stilbücher. Außerdem könnt ihr lernen, bessere, also verzauberte Ausrüstung herzustellen. Dafür braucht ihr zum einen besondere Ausrüstung mit einer Eigenschaft und zum anderen ein zusätzliches Rohmaterial, das davon abhängt, welche Eigenschaft ihr auf eurem Gegenstand haben wollt. Das System funktioniert dann so. Ihr zerstört das besondere Ausrüstungsstück und lernt die Eigenschaft kennen. Das dauert aber 6 Stunden. Oder anders, ihr könnt das alle 6 Stunden mit einem Stück Ausrüstung machen. Hierbei ist wichtig, dass ihr die Eigenschaft für den Ausrüstungstyp lernt, den ihr dabei benutzt habt. Ihr verbraucht beispielsweise einen besonderen Dolch und lernt seine besondere Eigenschaft. Dann könnt ihr später selbst Dolche mit eben dieser besonderen Eigenschaft herstellen. Aber eben auch nur Dolche. Schwerter und Streitkolben beispielsweise nicht, bis ihr diese Eigenschaft von jeweils einem Schwert und einem Streitkolben gelernt habt. Lernen ist ein gutes Stichwort. Ihr könnt alle Berufe lernen, wenn ihr wollt. Es gibt keine Beschränkung. Und ihr könnt sogar eure Level-Up-Skill-Punkte in diese Berufe reinstecken und so beispielsweise besser im Kochen oder auch im Schmieden werden. Das Skillsystem ist dabei, zumindest im Online-Rollenspielbereich, weitestgehend einzigartig. Ihr wählt zu Beginn eine von 4 verschiedenen Grundklassen aus und habt dann Zugriff auf Klassen.
klassenspezifische Talente. Alle Fähigkeiten, die ihr darin freischaltet, leveln weiter, wenn ihr sie benutzt. Wenn eine Fähigkeit genug gelevelt wurde, könnt ihr sie aufwerten. Hier bekommt ihr dann zwei Möglichkeiten und müsst euch für einen der zwei Zweige entscheiden. Dann gibt es noch das Ultimate. Das ist eine Fertigkeit, die kein Mana und kein Stamina nutzt. Stattdessen lädt sich die Fähigkeit im Kampf langsam auf und ihr könnt sie beispielsweise in Extremsituationen einsetzen, um euren Arsch zu retten. Neben den Klassenfähigkeiten gibt es noch Rüstungs- und Waffenskills. Diese Rüstungs- und Waffenskills leveln natürlich nur, wenn ihr die jeweilige Waffe einsetzt oder im Kampf die jeweilige Rüstungsart tragt. Hierbei ist wichtig, dass ihr Waffenskills nur dann einsetzen könnt, wenn ihr die jeweilige Waffe in der Hand habt. Und von Rüstungsskills profitiert ihr natürlich nur dann, wenn ihr die jeweilige Rüstungsart tragt. Die Waffen- und Rüstungsskills und auch fast alle anderen Skillbäume sind dabei bei allen Klassen absolut identisch. Der einzige Unterschied sind die Klassenfähigkeiten ganz oben. Ihr könnt also einen schwer gepanzerten Magier spielen, der mit Zaubern um sich wirft und trotzdem ein Schild und ein Schwert trägt, wenn ihr unbedingt wollt. Außerdem könnt ihr Sky Shards finden und damit weitere Skillpunkte freischalten. Für jeweils 3 Sky Shards bzw. Himmelsscherben bekommt ihr dabei einen weiteren Skillpunkt, den ihr vollkommen frei verteilen könnt. Hierbei solltet ihr darauf achten, dass ihr ab Level 15 maximal 2 Ultimates und 10 Fähigkeiten im Kampf auch tatsächlich nutzen könnt. Und davor sogar nur ein Ultimate und 5 Fähigkeiten. Interessant ist dabei, dass ihr im Laufe der Geschichte auch noch weitere Fähigkeitenbereiche freischalten könnt, indem ihr euch beispielsweise verschiedenen Organisationen anschließt oder auch indem ihr in das PvP-Gebiet geht. Cyrodiil, das PvP-Gebiet ist dabei riesig. Wie eine Art Planetside 2 auf einer Karte und ohne futuristische Schusswaffen. Dafür mit Festungen, die ihr einnehmen könnt, Belagerungswaffen, die ihr euch besorgen könnt, um damit dann auf die Festung zu feuern und eben allen Fähigkeiten, die ihr euch freigeschaltet habt. Spieler bekommen außerdem einen besonderen Buff, der die Statuswerte so weit anhebt, dass alle Spieler ungefähr gleich stark sind. Und zwar egal, welches Level sie haben. Grundvoraussetzung für das PvP-Gebiet ist allerdings Stufe 10. Gerade zu Beginn ist das gesamte Geschehen dabei sehr unübersichtlich und gewöhnungsbedürftig. Wer das Spielgeschehen von Planetside 2 bereits kennt, der wird sich hier aber auch recht schnell zurechtfinden. Und dann wahrscheinlich lange herumlaufen, weil die scheiß Festungen stehen unglaublich weit auseinander. Die Festungen sind dabei eine der verschiedenen Ziele, die man in einer riesigen Gruppe an Spielern erobern möchte, um Punkte zu sammeln. Leider sind die Entfernungen tatsächlich riesig. Und wenn man stirbt, dann muss man einen weiten Weg zurücklegen, um wieder am Geschehen teilnehmen zu können. Außer jemand belebt euch wieder, aber darauf würde ich nicht hoffen. Wiederbelebung kostet in Elder Scrolls Online etwas und die wenigsten würden für einen Fremden etwas ausgeben. Alternativ kann man sich zwar ein Pferd holen, um schnell wieder zum Geschehen zu kommen, aber die Dinger sind scheiße teuer. Man könnte sich natürlich auch einer Gilde anschließen oder sich eine Gruppe suchen, die wirklich zusammenarbeitet. Falls man in so einer Gruppe unterwegs ist, dann stelle ich mir das Ganze schon sehr spannend vor. Als Gilde kann man sogar die einzelnen Türme einnehmen. Das steht dann sogar auf der Karte. Und die Gilden bekommen dadurch dann sogar einen Bonus. Als Einzelner in einer chaotischen Zufallsgruppe ohne nennenswertes Teamplay ist man allerdings häufig recht ziellos unterwegs. Und man stirbt andauernd. Und dann läuft man lange Zeit herum. Das PvP-Gebiet heißt Cyrodiil und ist ein abgesteckter Raum, wie eine riesige Arena. Und um reinzukommen, muss man sich anmelden. Leider ist Cyrodiil aber auch die einzige PvP-Möglichkeit, die ich bislang gefunden habe. Bleibt zu hoffen, dass sich das irgendwann im Laufe der Weiterentwicklung noch ändert. Was sich auch noch ändern muss, ist das Bezahlungssystem. Wenn ihr nämlich in Elder Scrolls Online die Box gekauft habt, dann müsst ihr erst einen Account anlegen und eine Bezahlmöglichkeit definieren. Und zwar bevor ihr eure 30 Tage Spielzeit nutzen könnt, die ihr mit der Box direkt mit dazu bekommt. Wenn ihr einen Account bei einem der einschlägig bekannten Internetbezahldienste habt oder über eine Kreditkarte verfügt, dann könnt ihr das Abo direkt nach der Einrichtung auch wieder deaktivieren. Wenn ihr aber mit PaySafe Card oder mit einer Elder Scrolls Online Prepaid Card bezahlen wollt, dann müsst ihr einen Monat im Voraus bezahlen, um überhaupt eure 30 Tage nutzen zu können, die ihr ja eigentlich mit der Box bereits bezahlt habt. Beschissen sowas! Ja, das ist unnötig und kein guter Kundendienst an der Stelle. Vor allem, weil Spieler ohne PayPal und Co. Account benachteiligt werden.
Trotzdem, alles in allem ist Elder Scrolls Online schon ein sehr interessanter Online-Rollenspieltitel. Das Spiel ist manchmal herausfordernd und vieles müsst ihr euch selbst erst erschließen, da das Spiel euch nicht ständig an der Hand hält. Ja, gutes Schlusswort. Das soll es jetzt allerdings erstmal auch gewesen sein. Das Video hat jetzt schon massiv Überlänge. Darum danke fürs Zuschauen. Wir sind jetzt erstmal wieder raus. Darum macht's gut und tschüss. Ihr denkt, ihr habt mich geschlagen. Wie amüsant.